herzlich willkommen zur Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in einer Woche in Tirol. 537.000 Bürgerinnen und Bürger rund sind aufgerufen, diesen neuen Landtag zu wählen. Es wird möglicherweise eine Richtungsentscheidung für dieses Land geben. Und wir diskutieren heute darüber, welche politischen Ansagen, welche Konzepte die antretenden Parteien für die Zukunft dieses Landes haben. Ich darf hier 7 der 8 antretenden Spitzenkandidatinnen und Kandidaten begrüßen. Und ich begrüße zunächst den Titelverteidiger bei dieser Tirolwahl, Herr Landeshauptmann Günther Platter. Grüß Gott. Grüß Gott. Spitzenkandidat der ÖVP. Er ist auf dem Weg zur dritten Amtsperiode. ÖVP-Landeshauptmann und Spitzenkandidat Günther Platter. Der 63-jährige gelernte Buchdrucker war 2003 Verteidigungsminister und 2006 Innenminister, ehe er 2 Jahre später nach Tirol zurückkehrte und den damaligen Landeshauptmann Herwig van Staar beerbte. 2013 erreichte die Tiroler ÖVP mit 39,35% das bisher historisch schlechteste Wahlergebnis. Allerdings traten damals 11 Listen an. Der Wahlkampf ist schwarz, nicht türkis und ganz auf den Spitzenkandidaten zugeschnitten. Sein Wahlziel die 40%-Marke. Der bisherige Regierungspartner der ÖVP, das sind die Grünen in der Tiroler Landesregierung. Ich begrüße deren Spitzenkandidatin Magistra Ingrid Philippe. Hallo. Hallo. Die grüne Spitzenkandidatin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe hat eine schwere Bürde. Die Grünen stehen nach dem desaströsen Absturz bei der Nationalratswahl, damals unter Philippe als Bundesparteichefin, unter keinem guten Stern. Die 39-jährige studierte Betriebswirtin und frühere Handballerin muss mit den Grünen in Tirol stark genug werden, um im Koalitionspoker mit der ÖVP mitmischen zu können. Bei der letzten Wahl erreichte die Ökopartei 12,59%. Sie ist seitdem als Juniorpartner in der Koalition mit der ÖVP. Die Spitzenkandidatin der SPÖ bei dieser Landtagswahl begrüße ich jetzt. Das ist Diplom-Ingenieurin Elisabeth Planik. Willkommen. Schönen Vormittag, hallo. Für die Tiroler SPÖ geht Elisabeth Planik ins Rennen. Die Bürgermeisterin der Bezirkshauptstadt Lienz sitzt seit 2003 im Landtag. Planik ist 51 Jahre alt und gelernte Architektin. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Tiroler SPÖ. Die rote Frontfrau muss die Sozialdemokraten ergebnismäßig aus dem Tal der Tränen holen. 2013 rutschte die SPÖ auf 13,72% und damit auf ihren vorläufigen Tiefstand ab. Es soll wieder Luft nach oben geben. Elisabeth Planik will die SPÖ mit 25% wieder zu alter Stärke führen und den zweiten Platz halten. Spitzenkandidat der FPÖ bei dieser Landtagswahl ist Magister Markus Abwärtsger. Willkommen im ORF Tirol. Grüß Gott. FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwärtsger peilt die Regierungsbeteiligung an. Die Tiroler Freiheitlichen erreichten bei der letzten Wahl 9,34% und starten damit von einem niedrigen Niveau aus. Umfragen zufolge ist eine Verdoppelung der Stimmen möglich und auch Wahlziel. Der 42-jährige Rechtsanwalt ist seit 2013 Parteiobmann und sitzt seit 2015 im Landtag. Der gebürtige Vorarlberger hofft auf Platz 2 und dass Schwarz-Blau auf Bundesebene für den nötigen Rückenwind in Tirol sorgen wird. Für Impuls Tirol geht bei dieser Wahl Josef Schett ins Rennen. Grüß Gott. Grüß Gott. Josef Schett, der 57-jährige Unternehmer und Landwirt aus Osttirol, ist Spitzenkandidat der Partei Impuls Tirol. Schett hatte sich 2015 mit 2 Mitstreitern wegen heftiger Grabenkämpfe samt Gerichtsverfahren von der Ex-Partei Vorwärts Tirol abgespalten und Impuls Tirol gegründet. Aus den negativen Schlagzeilen kam man dennoch nicht heraus. So gesehen geht Josef Schett mit einem schweren politischen Rucksack in die Wahl. Umfragen sehen geringe Chancen für den Einzug in den Landtag. Eine völlig neue Gruppierung, die sich der Wahl stellt, ist die Liste Family, die Tiroler Familienpartei. Ich begrüße auch deren Spitzenkandidatin Andrea Krummschnabel. Willkommen. Hallo, grüß Gott.
Andrea Krummschnabel will mit der Familienpartei Family in den Landtag einziehen. Ihr hehres Ziel 10% und in die Landesregierung. Mit 20.000 Euro Budget fährt sie einen Schmalspurwahlkampf. Die Frau des Kufsteiner Bürgermeisters ist 1965 in Graz geboren, Kindergartenpädagogin und Mediatorin. 2013 zog sie für die Partei Vorwärts Tirol in den Landtag ein. Wegen Unstimmigkeiten wurde sie 2014 ausgeschlossen. Danach war sie freie Abgeordnete. Und ein völlig neues Gesicht in der Tiroler Politik ist Dominik Oberhofer, Spitzenkandidat der erstmals bei dieser Landtagswahl kandidierenden NEOS. Grüß Gott auch Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Für die NEOS will Dominik Oberhofer den Einzug in den Tiroler Landtag schaffen. Umfragen zufolge haben die Pinken recht gute Chancen. Der 37-jährige Hotelier Dominik Oberhofer aus dem Stubaital ist seit 2016 NEOS-Landessprecher. Allerdings mit noch wenig Bekanntheitsgrad. Deshalb setzt man auch auf die Zugkraft von Bundesparteichef Matthias Strolz. Das Heilige Land gilt nicht unbedingt als pinke Hochburg. Punkten müssten die NEOS deshalb vorwiegend im städtischen Bereich. Und auch Doktorin Andrea Haselwander-Schneider, Verzeihung, die Spitzenkandidatin der Liste Fritz, haben wir selbstverständlich zu dieser heutigen Diskussion eingeladen. Sie nimmt aber auf eigenen Wunsch nicht daran teil. Wir vom ORF bedauern dies ausdrücklich, respektieren aber diese Entscheidung. Die inhaltlichen Positionen von Andrea Haselwander-Schneider zu den zentralen Zukunftsthemen Tirols, die wir in einer ausführlichen Informationsserie in dieser Woche vorgestellt haben, im Fernsehen und im Internet, sind auch weiterhin abrufbar auf tirol.orf.at. In unserem Wahlmagazin im Internet machen Sie sich bitte also auch ein Bild von den Positionen dieser Kandidatin und dieser Gruppierung, damit Sie ein vollständiges Bild haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, schauen wir uns die Ausgangslage für diese Wahl an. Wir schauen zunächst auf das Ergebnis der letzten Wahl 2013, die bisherigen Stärkenverhältnisse. Die ÖVP hat 16 Mandate im Tiroler Landtag, je 5 SPÖ und Grüne, je 4 Vorwärts und FPÖ haben erreicht bei der letzten Landtagswahl. Und mit 2 war die vorhin angesprochene Liste Fritz bisher im Landtag vertreten. Wir starten jetzt in die inhaltliche Diskussion. Ich möchte aufgrund von einigen unerfreulichen Diskussionen der letzten Tage hier eines vorab festhalten. Ich habe mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ein Vier-Augen-Gespräch geführt vor dieser Diskussion und alle haben mir in die Hand versprochen, dass wir hier heute eine sachliche, faire Diskussion führen, ohne jegliche Untergriffe. Sollte dies dennoch der Fall sein, werde ich eingreifen. Ich danke Ihnen für diesen Handschlag, weil ein Handschlag ist halt viel wert in Tirol, das wissen wir alle. Danke dafür. Ja, wir kommen zur ersten Runde und da möchte ich beginnen beim jüngsten Kandidaten, beim frischesten Kandidaten, der eben neu angetreten ist, Dominik Oberhofer von den NEOS. In einer Minute, kurz und knackig, die Frage, warum sollten sich die Tiroler Wählerinnen und Wähler für die NEOS entscheiden? Was können Sie einbringen in die Tiroler Politik, was bisher zu wenig vorhanden war aus Ihrer Sicht? Schauen Sie, wir NEOS sind eine echte Bürgerinnenbewegung. Wir bringen die Perspektive der Menschen in die Politik. Wir müssen nicht Politik machen, sondern wir wollen Politik machen. Wir hängen an keine Mandate, sondern wir sind eine frische, neue Kraft in diesem Land. Ich bin, wie Sie alle, in der letzten Zeit viel herumgekommen in Tirol. Wir waren viel in Schulen unterwegs. Und ich muss also hier der Landesregierung, speziell dem Herrn Landeshauptmann und der Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, schon einen Vorwurf machen. Wenn ich mir anschaue, in welchem Zustand teilweise unsere Schulen in diesem Land sind. Wenn ich war in Schulen, wo der Brandschutz nicht ausgebaut ist. Ich war in Schulen, wo das Konferenzzimmer kein einziges Tageslicht hereinlässt. Wenn ich als Unternehmer meinen Mitarbeitern so einen Arbeitsraum zur Verfügung stelle, dann kommt das Arbeitsinspektorat und schließt den Betrieb. Und genau das ist der Grund, warum ich es auf den Zuschauerplätzen nicht mehr aushalte, weil ich wirklich in diesem Land etwas vorantreiben will. Ich glaube, dass die ÖVP seit 70 Jahren eine Dauerregierungspartei dieses Land verwaltet. Aber es braucht eine Kraft in Tirol, die gestaltet. Es braucht einen Motor. Und das will ich sein. Danke, Herr Oberhofer. Das war kurz und bündig, wie wir es besprochen haben. Frau Krummschnabel, vor allem die ÖVP betont immer wieder Tirol, sei das familienfreundlichste Land, möchte es werden. Warum braucht es dann aus Ihrer Sicht dennoch eine Partei, eine Gruppierung, die die Familie in den Mittelpunkt ihrer politischen Überlegungen und Zukunftspläne stellt? Ja,
Danke vielmals für die Einladung. Tirol hat zweifelsfrei viel zu bieten. Aber es ist nicht angebracht, dass wir behaupten, dass es allen Tirolerinnen und Tirolern gut geht. Die Familien in Tirol stehen vor einer ganz großen Herausforderung. Alleinverdiener können nicht mehr alleine ihre Familien ernähren. Deshalb müssen oft Mütter schon früher zur Arbeit zurückkehren, als sie eigentlich wollen. Das stellt sie vor die Herausforderung, wohin mit den Kindern. Wir haben viel zu wenig Kinderbetreuungseinrichtungen. Die sind nicht flächendeckend, nicht ganzjährig, nicht ganztägig. Und dann haben wir das Problem, dass sie in der Öffentlichkeit auch noch angefeindet werden, dass sie ihre Kinder loslassen. Also wir haben da ganz viel zu tun. Und mein Ziel ist und meine Vision ist, die Familien zu entlasten, weil wenn die Kinderbetreuung zum Beispiel gratis angeboten wird, von 2 bis zum 12. Lebensjahr, dann geht das Geld 1:1 zu den Familien zurück und die können das wiederum investieren. Das heißt, der ganzen Wirtschaft ist gedient. Und die Frauen sind in heutigen Zeiten noch immer gefordert, um auch die Pflege von Senioren zu übernehmen. Und die gehen oft in Teilzeit zurück und haben dann zu wenig Versicherungszeiten für ihre Pension, dass ihnen gut geht. Und da müssen wir auch dafür sorgen, wir müssen einfach zusammenhalten, dass es denen gut geht, die das brauchen, und eine höhere Pensionsanrechnung für alle Menschen, die im Pflegebereich auch zu Hause arbeiten. Danke, Frau Krummschnabel. Ich komme zu Ihnen. Herr Schett, was ist Ihr Angebot an die Wählerinnen und Wähler? Warum sollte jemand Impuls Tirol noch einmal eine Chance geben, muss man sagen, nach den unerfreulichen Diskussionen der letzten Jahre? Ja, wir haben sicherlich unter sehr erschwerten Umständen, denke ich, doch gute politische Arbeit geleistet. Wir haben einen Beitrag zur politischen Diskussion in diesem Lande geführt. Wir haben über 200 fundierte, sachlich gut recherchierte Anträge eingebracht. Und ich denke, eine funktionierende Demokratie, die braucht auch eine sachlich konstruktive und hartnäckige Opposition. Das sind wir gewesen. Wir stehen im Besonderen auch für den Interessensausgleich zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, den Regionen. Dafür stehen wir ganz besonders auch, weil es derzeit doch ein Gefälle gibt von den ländlichen Regionen in den städtischen Bereich. Und unsere politische Arbeit in der letzten Periode hat gezeigt, dass wir uns besonders dafür einsetzen. Und das möchten wir auch in der neuen Periode wieder tun. Danke, Herr Schett. Ich komme zu Ihnen, Herr Magister Abwärtsger. Die FPÖ ist mit einer starken Ansage in diesem Wahlkampf gestartet. Sie wollen Nummer 2 werden, wollen auch eine Regierungsbeteiligung anstreben. Was ist Ihr politisches Angebot an die Wählerinnen und Wähler? Und warum glauben Sie, dass diese Chance für Sie besteht, tatsächlich Nummer 2 zu werden? Ja, wir wollen ein gerechteres Tirol. Wir sehen viele Bereiche, wo eben Gerechtigkeit nicht mehr vorherrscht, gerade im Sozialbereich, wo wir Situationen haben, dass es derart viele Obdachlose gibt, dass es der Heizkostenzuschuss nur für einen engen Kreis der Bezieher gedacht ist. Und auch im Bereich der bedarfsorientierten Mindestsicherung gibt es Ungerechtigkeiten. Und ich habe ein kleines Tafel mitgebracht, wo man sieht, dass eine 103-prozentige Steigerung seit dem Jahre 2010 bis jetzt zu verantworten ist. Und da muss man halt auch ehrlich sein und sagen, okay, wenn ich eine Situation habe, wo 60% Mindestsicherungsbezieher Ausländer sind und nur 40% Inländer, dann ist das ein Ungleichgewicht, das mir persönlich eben nicht gefällt. Da wäre wieder gescheit, wenn man ein bisschen mehr auf unsere Leute auch schauen würde. Und ich hätte auch gern diskutiert über das Millionendebakel, was die Traglufthallen und die Asylgeschichte betrifft. Aber offenbar ist das heute jetzt kein Thema, aber das möchte ich am Anfang schon hinstellen. Für diese Art der Politik stehen wir nicht. Es braucht in diesem Bereich eine Wende und dafür steht die Freiheitliche Partei. Danke, Herr Abwärtsger. Frau Planig, wollen Sie auch Nummer 2 werden bei dieser Wahl? Ja, wir wollen Nummer 2 werden, und zwar mit einem neuen Politikkonzept. Ich gehe in die Wahl mit einem Team, das ist mir sehr wichtig zu sagen, und zwar mit sehr engagierten, jungen und kompetenten Menschen. Das lautet ja freudig Tirol, ist ja unser Slogan, wo wir versucht haben, jetzt, man hört, welche Probleme es in dem Land gibt, aber uns geht es um die positive Sicht auf die Dinge, dass man auch immer Chancen und Herausforderungen sehen kann. Und dass es um die Hoffnungen und Wünsche geht. Und für mich ist es da ganz zentral, was, glaube ich, die Kompetenz meiner Person, aber der neuen SPÖ Tirol ist, uns geht es ums Umsetzen. Wie wir gehört haben, dieses Land ist gut verwaltet, aber es gehört weit mehr gestaltet, es gehört von Seiten des Landes aus viel mehr in die Umsetzung getan. Und dafür steht die neue SPÖ Tirol. Danke, Frau Planig. Ich komme zu Frau Philippe. Sie möchten in dieser politischen Ehe mit der ÖVP bleiben. Was ist Ihr Angebot an die Wählerinnen und Wähler? Viele Wählerinnen und Wähler waren enttäuscht von den Grünen, haben sich abgewendet auf Bundesebene. Glauben Sie daran, dass Sie da in Tirol eine Trendwende schaffen? Und wenn ja, mit welchen Konzepten, mit welchen politischen Ideen? Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, über die Zukunft Tirols zu diskutieren.
Nach 5 Jahren Regierungsarbeit stehe ich hier, wir leben in einem wunderschönen Land, in einem sicheren Land und sage, Grün hat Tirol gut getan. Wir haben nicht viel gestritten, aber sehr viel geliefert. Und dafür gibt es auch Beweise. Wir haben als Umweltfighter gemeinsam mit sehr vielen naturverbundenen Tirolerinnen und Tirolern die Kalkkögel vor der Erschließung schützen können, die Isel unter Schutz stellen können. Und da müssen wir dranbleiben. Wir haben mit der ÖFI-Tarifreform das größte Entlastungspaket für unser Land umsetzen können. Und da müssen Sie wissen, da sparen sich viele Leute mehr als bei der letzten Steuerreform unter damals rot-schwarzer Bundesregierung. Und wir haben auch im Sozialbereich ein modernes Teilhabegesetz vorlegen können und die Sozialvereine endlich nachhaltig absichern können mit mehrjährigen Förderverträgen. Da ist sehr viel gelungen, aber wir haben noch sehr viel mehr vor. Wir haben 436 ganz konkrete Ideen, ganz konkrete Konzepte für unser Land, weil beim leistbaren Wohnen, da muss endlich was weitergehen. Bei der Transitfrage müssen wir so konsequent weiterkämpfen wie in den vergangenen Jahren. Und wir müssen der sinnlosen Zubetoniererei in unserem Land den Riegel vorschieben. Und ich freue mich drauf, wenn wir über diese Konzepte jetzt dann diskutieren können. Das werden wir machen, selbstverständlich. Herr Landeshauptmann, gestern habe ich in einer Zeitung gelesen, die ÖVP führe einen Wohlfühlwahlkampf. Sie haben jetzt mehrfach betont, die gute Leistungsbilanz Tirols, die wirtschaftlichen Daten, die Beschäftigung und so weiter. Was ist Ihre Ansage, Ihr Zukunftskonzept? Womit wollen Sie die Wählerinnen und Wähler überzeugen am kommenden Sonntag? Herr Unterweger, wenn man sich das Land Tirol anschaut, so haben wir einen deutlichen Vorsprung ausgearbeitet im Zusammenhang mit Beschäftigung, Wirtschaft, Bildung, Soziales, Pflege und Gesundheit, aber insbesondere auch im finanziellen Bereich. Und jetzt geht es darum, dass dieser Vorsprung ausgearbeitet und erweitert wird. Da brauchen wir eine Regierbarkeit im Land Tirol. Nicht, dass es so ist wie in Deutschland, wo vermutlich im Frühjahr Neuwahlen stattfinden, weil ein riesiges Theater dort gegeben ist. Mhm. Es braucht klare politische Verhältnisse im Land Tirol. Und ich garantiere Folgendes. Ich garantiere meinen vollsten Einsatz in den nächsten 5 Jahren für die Lebensqualität in unserem Land Tirol. Ich garantiere aber auch, dass ich keinen Millimeter nachgeben werde bei der Transitfrage seines Verhandlungen in Rom, Wien, Brüssel, München oder Berlin. Aber ich brauche hier natürlich auch den Rückhalt der Bevölkerung, damit ich stark auftreten kann bei diesen Verhandlungen im Interesse des Landes Tirol. Und deshalb werbe ich natürlich am Sonntag, dass wir eine gute Entscheidung der Bevölkerung bekommen. Sie haben angesprochen Lebensqualität. Ich darf vielleicht im Überblick sagen, über welche 4 konkreten Sachthemen, die alle Tirolerinnen und Tiroler betreffen, wir diskutieren wollen. Das erste ist das Thema Wohnen. Wir werden dann sprechen über das Thema Transit, das die Schlagzeilen jetzt viele Wochen lang beherrscht hat. Wir gehen dann der Frage nach, welche Zukunftskonzepte wirtschaftspolitisch die Vertreterinnen und Vertreter der wahlwerbenden Gruppen haben und wollen am Ende uns der Frage widmen, wie der ländliche Raum in Tirol bis in die hintersten Täler hinein lebenswert bleiben kann, auch in Zukunft. Wir beginnen mit dem Thema Wohnen. Es ist in ganz Österreich bekannt, Tirol ist eines der teuersten Pflaster. Für manche ist Wohnen fast nicht mehr leistbar. Die Ausgangslage. Wer suchet, der findet, gilt in Tirol schon lange nicht mehr. Die Suche nach leistbarem Wohnraum. Seit Jahrzehnten das Thema, allerdings bisher ohne große praktikable politische Lösungen. In Innsbruck wurden zwar in den letzten Jahren rund 1250 geförderte Wohnungen gebaut. Doch an den Mietpreisen hat das nicht viel geändert. 2017 zeigte der Vergleich eines Immobilienportals, dass Innsbruck mit 16 Euro pro Quadratmeter die teuersten Mieten Österreichs hat. Eine Eigentumswohnung kostet in Tirol je nach Lage im Schnitt 3.200 Euro pro Quadratmeter. Rund 1.000 Euro mehr sind es in Kitzbühel und in der Landeshauptstadt. Das heißt, der Wunsch nach den eigenen 4 Wänden ist für junge Familien schwer leistbar. Generell verschlingt der Aufwand fürs Wohnen in Tirol etwa ein Drittel bis zur Hälfte des Einkommens. Ja, seit ich beim ORF bin, ist das ein Dauerthema. Das Wohnen in Tirol ist zu teuer. Warum ändert sich nichts, Herr Oberhofer? Was ist Ihre Ansage dazu? Ja, 3 konkrete Punkte. Das erste ist, wir zahlen alle jedes Monat Wohnbauförderungsbeitrag. Das sind zwischen 70 und 80 Millionen Euro jedes Jahr. Und was passiert mit dem Geld? Das Geld versickert im Budget, das wird ausgegeben für Verwaltung, für Bürokratie. Es kommt aber nicht im sozialen Wohnbau an. Das wollen wir NEOS ändern. Wir wollen das zweckwidmen.
Das Zweite ist, wir müssen schauen, dass wir im sozialen Wohnbau wieder eine Treffsicherheit herstellen. Die ist nicht gegeben. Schauen Sie sich das Beispiel Pilz an, ehemaliger grüner Abgeordneter. Der verdient 8.000 Euro im Monat und wohnt in einem Sozialwohnbau für 300 Euro Miete. Das wäre unter NEOS nicht möglich, weil wir wollen ein Gehaltsmonitoring. Es ist schon richtig, dass junge Leute geförderte Wohnungen brauchen. Wenn sich die Einkommensverhältnisse verändern, dann muss sich natürlich aber auch die Miete verändern. Und das Dritte ist, wir wollen, dass endlich etwas weitergeht beim Thema Freizeitwohnsitz. Da müssen die Tirolerinnen und Tiroler endlich profitieren. Für jeden Bürger und Bürgerin bekommt die Gemeinde in etwa 1.000 Euro im Jahr für Gebühren zur Verfügung gestellt. Und was passiert mit den Freizeitwohnsitzen? Die zahlen bis auf ein kleines Körbalgeld keinen einzigen Cent. Und dieser Beitrag kommt in den Tourismusverbänden zugute. Und das wollen wir auch ändern. Wir schlagen vor, 0,5% Abgabe auf den Verkaufswert der Immobilie jährlich und das zweckgewidmet in den Gemeinden für sozialen Wohnbau. Das würde heißen, wenn zum Beispiel ein deutscher Industrieller, wie das kolportiert worden ist in der letzten Zeit in der Presse, in Kitzbühel für 28 Millionen Euro ein Anwesen kauft, dann wären das 140.000 Euro jährlich, die wir zweckwidmen. Wir haben uns das ausgerechnet. Wir gehen davon aus, dass tirolweit nochmal 80 Millionen Euro jährlich so den Gemeinden zur Verfügung stehen würde für Ausbau im sozialen Bereich. Das ist ein konkreter Vorschlag, Herr Oberhofer. Herr Schett, Sie kennen zum Beispiel auch die Situation im ländlichen Raum, waren selber Bürgermeister Ihrer Gemeinde. Was wären Ihre Lösungsvorschläge für günstigeres Wohnen, insbesondere auch für junge Familien? Naja, man stellt da fest, dass zum Beispiel diese überbordenden Bauvorschriften, die es heute gibt, einfach die Kostensteigerungen, einen Teil der Kostensteigerung bei den Neubauten verursachen, wie zum Beispiel im sozialen Wohnbereich Vorschriften für kontrollierte Wohnraumlüftungen. Die treiben zum Beispiel den Preis in die Höhe und sind hinterfragenswert für die Wohnqualität. Die bringen eigentlich nicht viel. Ich habe selber diese Erfahrung gemacht. Ich habe einen Zubau gemacht, 10 Jahre nachdem ich das erste Gebäude errichtet habe und habe ein Drittel mehr an Baukosten gehabt, eigentlich für die gleiche Qualität. Und das ist doch ein wesentlicher Teil, wo man gesetzlich auch was machen könnte, dass man diese Vorschriften, diese überbordenden Auflagen eindämmt. Und natürlich auch die Zweckbindung der Wohnbauförderung, dass man die ausschließlich für diesen eingetriebenen Zweck hernimmt und ausschließlich für die Wohnbauförderung, für die Finanzierung der Wohnbauförderung nimmt und nicht, dass sie irgendwo im Landesbudget versickert. Im ländlichen Bereich gibt es natürlich auch sehr viel leerstehende Gebäude. Da könnte man mit einer vernünftigen Förderung des Landes auch diese wieder nutzbar machen. Danke, Herr Schett. Frau Krummschnabel, wie kommen gerade auch die Familien zu günstigem Wohnraum? Was ist da Ihre Ansage, wie gesagt, mit dem Fokus auf das Wohl der Familien im Land? Ja, Sie sehen ja ganz genau, da stehen wir wieder vor dem gleichen Problem. Familien müssen viel zu viel bezahlen für Wohnraum. Jetzt müssen sie für den Wohnraum und für die Kinderbetreuung viel zahlen. Wovon sollten die Familien leben können? Das heißt, wir müssen einfach schauen, wo können wir da ansetzen? Und da, glaube ich, bin ich auf einer ganz einer richtigen Spur. Wir müssen nämlich ansetzen. Wir müssen was verändern. Dass bis jetzt nichts weitergegangen ist, liegt entweder daran, dass man es nicht ändern will, oder dass man es nicht ändern kann. Wir mit denen, wie das gehen würde. Und das ist eben, wenn man mit Experten spricht, dann kann man ganz verschiedene Bauvorschriften verändern, die in der Qualität gar nicht sehr viel ausmachen, aber den Mietpreis einfach runterdrücken. Und dadurch, wenn man günstiger baut, kann man günstiger mieten. Und das zweite ganz große Anliegen ist mir, dass junge Familien Eigentum schaffen können. Schauen Sie mal, wenn über Generationen hinweg permanent Miete bezahlt wird, geht das Geld an irgendjemanden, der die Wohnungen errichtet, und der sich daran bereichert. Und ich glaube, wir müssen Familien stabilisieren, weil in der zweiten Generation kommt es der Bildung zugute. Und mein drittes Konzept ist das, dass man einen gewissen Prozentsatz den Gemeinden vielleicht mit ihnen das ausverhandelt, dass sie für den sozialen Wohnbau Grundstücke zur Verfügung stellt. Das heißt, sie widmen Grundstücke um für den Eigenbedarf und für die Tirolerinnen und Tiroler und ein gewisser Prozentsatz soll umgewidmet werden, wo ein sozialer Wohnbau draufstehen kann. Und dadurch hätte man Wohnungen für alle, die auch leistbar sind. Weil die Tirolerinnen und Tiroler, wenn eine Alleinerziehende zu mir zum Beispiel sagt, sie hat 100 Euro zum Leben für sich und für ihr Kind, dann finde ich, ist das fatal und dann geht es uns nicht gut. Und das wissen wir jetzt schon sehr lang. Das heißt, bitte arbeiten wir gemeinsam für die Familien. Da ist jeder gefordert. Meine Ideen könnt ihr gerne dafür verwenden.
Herr Magister Abwärtsker, Sie nennen sich die Soziale Heimatpartei. Was ist Ihre Ansage für leistbares Wohnen? Also ich würde in dieser Debatte um Ehrlichkeit ersuchen. Also das ist ja, wie Sie gesagt haben, seit Sie beim ORF sind, wird geredet von günstigem Wohnen und billigerem Wohnen. Also die SPÖ ist damals auch, hat sich die Zähne ausgebissen an der ÖVP, jetzt haben es die Grünen gemacht. Also in erster Linie wäre mal wichtig, dass man den Ausverkauf des Landes stoppt. Das ist mit diesen Zweitwohnsitzen, Freizeitwohnsitzen. Da braucht es aber natürlich auch eine Handhabe für die Bürgermeister, das tatsächlich auch zu kontrollieren. Guter Vorschlag, Entrümpelung der Raumordnung, Bauordnung, wo sind gesetzliche Vorschriften, die man wirklich entrümpeln kann, dass man auch dementsprechend günstiger bauen kann. Aber auch bei den Gemeinnützigen, und das freut mich wieder, dass das Thema gekommen ist, nicht? Die Gemeinnützigen horten Millionen, das gehört den Mietern bitte. Nicht? Das ist ihr Geld und das gehört auch den Mietern ausgeschüttet. Gemeinnützige sollen gemein sein, sollen nützig sein und nicht gemein, wie der Bussek das damals dementsprechend gesagt hat. Und das ist ein Punkt, den wir auch haben wollen. Und natürlich auch Kampf gegen den Sozialmissbrauch. Wir wollen ein Monitoring haben, dass Sozialwohnungen diejenigen bekommen, die auch tatsächlich sozialbedürftig sind. Und da kann man später nochmal schauen, ob sie immer noch sozialbedürftig sind. Beispiel Peter Pilz, das gibt es in Tirol auch. Und dann haben wir natürlich auch ein wichtiger Punkt, Starterwohnung für Jugendliche. Das wäre für uns ganz, ganz wichtig, dass man die Möglichkeit für junge Leute früher schafft, die Pension Mama zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen. Das wäre ein Punkt, der uns ganz, ganz wichtig ist, neben vielen anderen Punkten, die natürlich in dem Bereich auch sehr wichtig wären, umzusetzen. Frau Planig, der Ex-SPÖ-Chef von Tirol hat eine schöne, große, gemeinnützige Wohnung. Wie sollen alle anderen Tirolerinnen und Tiroler auch dazu kommen? Ich nehme an, Sie als gelernte Architektin haben da konkrete Ideen, oder? Ja, natürlich habe ich konkrete Ideen. Und mich wundert vielleicht, wenn ich das kurz sagen darf, dass der Landeshauptmann von einem Vorsprung redet. Der Vorsprung schaut in diesem genau konkreten Wohnen so aus, dass wir die höchsten Mietpreise haben, die höchsten Grundpreise, Bodenpreise haben und dass wir aber auf der anderen Seite Spitzenreiter bei den niedrigsten Löhnen sein. Also da finde ich es schon eine gefährliche Drohung zu sagen, weiter so, wie das abplakatiert ist, sondern ich denke da, und da komme ich jetzt wieder auf mein Eingangsstatement zurück, da geht es ums Tun und Umsetzen. Und wenn ich jetzt meine Kollegen und Kolleginnen von vorher so anhört, dann denke ich, sei mir da nicht weit auseinander. Also zum Beispiel diese Freizeitwohnsitzabgabe wird genau zu uns passen, weil wir sagen, wir müssen den Gemeinden wieder die Möglichkeit geben, für ihre Bürgerinnen, also diesen Gemeindewohnbau zu forcieren. Hätten wir schon gemeinsam im nächsten Landtag auch die Ressource und die monetären Mittel. Ganz ein zentrales Thema ist aber auch die Bodenpreisdeckelung. Das geht jetzt schon mit der Vertragsraumordnung in diesem Land, passiert aber nicht. Und ich darf nur aus Erfahrung sagen, die Gemeinden, die es versuchen, da stimmen die ÖVP-Gemeinderäte dagegen. Kann man sich ja vorstellen, warum? Weil wem gehört in diesem Land Grund und Boden und wer profitiert seit vielen, vielen Jahren bei diesen steigenden Preisen mit Renditen an Wohnungen und an Grund und Boden? Also da ganz klar Hilfe von Seiten des Landes zu dieser Grundpreisdeckelung. Und was auch ganz zentral ist, Zweckwidmung, ja, aber nicht nur diese Beiträge, die wir jedes Monat zahlen, sondern wir haben auch im Land Tirol Rückflüsse aus den Darlehensrückzahlungen, die derzeit nur zu einem geringen Anteil in die Wohnbauförderung gehen und aber ansonsten im restlichen Budget eingehen. Auch das abstellen und tun. Tun. Wir diskutieren in so vielen Wahlkämpfen drüber. Und liebe Ingrid, Philippe, da muss ich einfach sagen, mehr auf dem Boden und wirklich umsetzen. Und dafür, das garantiere, das habe ich ja bewiesen, dafür steht die neue SPÖ Tirol und auch meine Person. Direkt angesprochen, Landeshauptmann, Stellvertreterin Ingrid Philippe. Frau Philippe, Sie haben vorhin betont, es sei gelungen, zum Beispiel Bus und Bahn billiger zu machen, Tirol damit auch näher zu vernetzen, näher zusammenzubringen, auch die entfernten Regionen. Haben Sie so ein Rezept auch fürs Wohnen? Ja, zum einen, also mit der Tarifreform ist tatsächlich gelungen, das Leben in Tirol leistbarer zu machen. Das war auch ein Stückchen Arbeit und ich glaube, das ist auch beim Wohnen eine mega Frage. Und Frau Bürgermeisterin, Sie wissen, da ganz viel Widerstand kommt aus den Gemeinden, wenn es um alle die aufgezählten Konzepte geht. Da braucht man einfach auch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen des Landes dazu, um das voranzutreiben. Aber was braucht es konkret und jetzt, weil es gibt sehr viele Menschen, sehr viele Studierende, gerade auch im Großraum Innsbruck, sehr viele junge Familien, aber auch zunehmend ältere Menschen, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, weil ihnen nichts mehr bleibt. Und zum einen gibt es Leerstand, wie der Josef Schett ausgeführt hat, und diesen Leerstand müssen wir mal erheben. Wir müssen mal feststellen, wer hat denn eigentlich eine Wohnung und gibt sie nicht her, weil er darauf wartet, dass jemand kommt, der einen höheren Preis zahlen kann. Diese Spekulationen müssen wir abstellen. Und das andere ist auch zu schauen, was ist denn eigentlich die durchschnittliche Miete in Innsbruck, in Imst,
in Lienz. Das müssen wir uns anschauen. Das gibt es in großen deutschen Städten, in Berlin, in München, an Mietspiegel. Wenn der Markt überschaubarer ist, dann können die Mieterinnen und Mieter auch bessere Entscheidungen treffen und der Spekulation wird der Riegel vorgeschoben. Und eins ist mir schon auch noch wichtig zu sagen, ich wundere mich, dass gerade in Innsbruck, wo der Wohnungsdruck am höchsten ist, auch die Sozialdemokratie mitgestimmt hat bei der Hinausschiebung der Mietzinsbeihilfe für alle. Das war eine kontraproduktive Maßnahme, weil das trifft vor allem alle Studierenden, die einen Wohnraum brauchen, Alleinerziehende, die ich übrigens vor wenigen Jahren auch noch war. Ich weiß, wie das ist, wenn man mit 100 Euro auskommen muss, wenn man allein ist mit einem Kind. Und es trifft vor allem auch ältere Menschen. Und da müssen wir dann wirklich auch aufhören, zu tarnen und zu täuschen und Tacheles reden. Danke. Die Frau Planig darf noch antworten. Herr Landeshauptmann, hier steht schon der Vorwurf im Raum, auch im Wahlkampf schon seit Wochen, dass die ÖVP ihre Klientel sozusagen schütze, die am meisten profitiere vom teuren Wohnen. Ist das so aus Ihrer Sicht? Ja, das Gegenteil ist der Fall. Aber ich möchte prinzipiell Folgendes sagen. Man verwechselt hier oft den freien Wohnungsmarkt mit dem sozialen Wohnungsmarkt. Leistbares Wohnen bedeutet gefördertes Wohnen. Und da haben wir in der letzten Zeit schon einiges getan. Einerseits, was die Wohnbauförderung betrifft, haben wir die Zinsen deutlich reduziert. Zum Zweiten, wir haben ja gemeinsam im Tiroler Landtag über die Bauvorschriften diskutiert. Stellplätzeverordnung haben wir gemeinsam beschlossen. Aber wenn es notwendig ist, schauen wir es uns noch einmal genau an, was wir bei den Bauvorschriften noch ändern können. Und außerdem haben wir das 5-Euro-Wohnen jetzt eingeführt. Das ist zum Beispiel in Schwarz der Fall, kann man sich anschauen. Inzig wird jetzt auch gepeilt, Kufstein und so Inzing und dergleichen mehr. Das bedeutet, dass eine 70 Quadratmeter Wohnung 350 Euro kostet, beheizt. Das muss man natürlich jetzt forcieren. Aber ich bin der Meinung, dass wir immer noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Ich habe daher mit meinem Team einen Plan erstellt. Das bedeutet, für die nächsten 5 Jahre 12.000 neue soziale Wohnungen. Das Zweite ist, dass die Spekulationen nun hintangehalten werden durch ein qualifiziertes Vorkaufsrecht von 20 Jahren. Das Dritte ist, was die Vertragsraumordnung betrifft, das ist ein wesentlicher Punkt, da haben die Gemeinden die Möglichkeiten. Ich möchte, dass wir die Gemeinden mehr unterstützen. Außerdem ist es notwendig, dass wir ein sehr modernes Studentenheim, einen Campus in Innsbruck errichten. Da werden dann viele Wohnungen frei und hier können wir dadurch auch dann die Wohnungspreise reduzieren. Und weiterhin wird es so sein, dass wir am Frachtenbahnhof in Innsbruck soziale Wohnungen errichten werden und das 5-Euro-Wohnen forcieren. Ich glaube, das ist der Plan, den müssen wir konsequent verfolgen, damit wir in dieser schwierigen Frage leistbares Wohnen wieder weiterkommen. Und in 5 Jahren rechnen wir nach, ob es diese neuen Wohnungen gibt und ob das gelingt. Das können Sie korrekt tun. Das machen wir. Darf ich kurz? Frau Planig, kurze Replik. Ja, hat hier die sozialdemokratische Partei eine unsoziale Maßnahme unterstützt? Stichwort Mietzinsbeihilfe. Nein, weil ich verstehe Innsbruck und ich verstehe jede Innsbruckerin, jeden Innsbrucker, weil wir werden dann ja über die 2 Geschwindigkeiten, über den ländlichen Raum und den Zentralraum diskutieren. Und was Innsbruck da momentan stemmen muss an Zuzug und jetzt nicht nur mit den Infrastrukturen, wo Innsbruck kaum mehr nachkommt, mit den Wohnbauen, wo Innsbruck kaum mehr nachkommt, sondern auch mit den sozialen Problemen aufgrund der Verdichtung. Also ich verstehe da wirklich jeden verantwortungsvollen Politiker und jede Politikerin in Innsbruck, die sagt, wir müssen da jetzt einmal Stopp sagen, weil wir können das den Menschen vor Ort nicht mehr zumuten. Und lieber Herr Landeshauptmann, wir verwechseln da gar nichts. Und die 12.000 Wohnungen, wir bauen jetzt schon jedes Jahr die gemeinnützigen 11.000 Wohnungen. Und es ist zu wenig. Darum fordern wir auch 5.000 zusätzliche zu Ihren 11.000 bis 12.000, um da in Angebot und Nachfrage einfach ein Maß zu erreichen, damit die Wohnungen billiger werden. Danke für die Klarstellung. Wir kommen zum nächsten Sachthema, das, wie gesagt, für viele Diskussionen gesorgt hat in den letzten Wochen. Und ich kann mich hier nur wiederholen. Seit ich beim ORF bin, steigt der Transit, die Ausgangslage. Es rollt und rollt und rollt. Rund 2,25 Millionen Mal im vergangenen Jahr. Das ist ein Plus von 8%. Der Lkw-Transit bricht einen Rekord nach dem anderen. Wie viel Entlastung der Brennerbasistunnel dann bringen wird, ist nicht nur umstritten, sondern auch noch Zukunftsmusik. Er wird wohl frühestens im Jahr 2026 auf Schiene sein. Die Blockabfertigung, bei der maximal 300 Lkw pro Stunde durchfahren dürfen, ist eine begrenzte Sofortmaßnahme, die das Problem zunächst verlagert.
Die Freude darüber in Bayern ist begrenzt, wie auch die konkreten Ergebnisse beim letzten Verkehrsgipfel Anfang Februar in München. Aus Südtirol kommen zwar Signale, die Maut in Italien könnte bald deutlich angehoben werden, doch diese Entscheidung muss noch in Rom abgesegnet werden. In Tirol hat der neue Versuch eines sektoralen Fahrverbotes für bestimmte Güter gehalten. Stufenweise dürfen seit 2016 gewisse Lkw-Klassen nur mehr eingeschränkt passieren. Einen großen Rückgang hat aber auch das nicht gebracht. Es rollt und rollt und rollt bekanntlich weiter. Ja, dieses Problem beschäftigt viele Tiroler. Jetzt haben Sie, Herr Oberhofer, mit den Neos aufhorchen lassen. Sie wünschen sich eine dritte Autobahnspur. Glauben Sie, dass man im transitgeplagten Tirol damit Stimme machen kann? Schauen Sie, ich fahre jeden Tag auf dreispurig nach Innsbruck, vom Stubaital nach Innsbruck um 7 Uhr in der Früh und habe da vor 2 Tagen im Radio gehört, heute nur 4 Kilometer Stau auf der Inntalautobahn. Man muss sich das einmal vorstellen. Frau Philippe, Herr Landeshauptmann, was ist das für eine Regierung, die die Bevölkerung von Außerfern über die Inntalfuche, über Kufstein bis nach Lienz täglich im Stau stehen lässt? Das ist für uns Neos unakzeptabel. Wir sind, und da haben Sie vollkommen recht, die Einzigen, die realistisch auf dieses Thema blicken. Wir glauben nicht, dass beim anhaltenden Wirtschaftswachstum, was wir zurzeit in Europa haben und was alles unseren Wohlstand sichert und garantiert, der Warenverkehr deutlich abnehmen wird. Das glaube ich nicht. Deshalb 3 konkrete Maßnahmen. Das erste ist, wir müssen das Dieselprivileg und die Korridormaut, Dieselprivileg abschaffen, Korridormaut einführen. Da sind wir ganz nahe bei den Grünen gebaut. Das zweite ist, wir müssen den Bau des Brenner Basistunnels vorantreiben. Da sind wir nicht bei den Grünen, weil die Grünen ursprünglich gegen den Bau des Brenner Basistunnels im Landtag gestimmt haben. Und das dritte ist, ja, wir brauchen europäische Netzwerke, um dieses Verkehrsthema langfristig zu klären. Und da haben wir Liberale was anzubieten. Die Kommissarin für Verkehr, Violetta Bulk, ist eine Parteifreundin von mir. Jenes Konsortium, das den Brenner Basistunnel finanziert und abwickelt, den Bau, wird geleitet von einem liberalen Politiker, Pat Cox. Diese Kontakte, dieses engmaschige Netzwerk in Europa wollen wir den Tirolerinnen und Tirolern zur Verfügung stellen und dort für unsere Situation lobbyieren. Danke, ich darf Sie erinnern an die 1-Minuten-Regel. Wir wollen kurz, knackig und klar bleiben. Frau Krummschnabel, 1 Minute für Sie. Ja, es ist klar, dass das Transitproblem einfach nur auf EU-Ebene zu lösen ist. Und deshalb ist die Blockabfertigung ein Mittel, dass wir überhaupt unsere Verhandlungspartner an den Tisch bekommen. Aber wir brauchen die Korridormaut, die das ermöglicht, dass die LKWs darüber nachdenken, ob das wirklich die beste Route ist. Laut einer Studie könnten 45% aller LKWs über eine andere Route fahren, wenn wir nicht die günstigsten wären. Und wir haben noch ein Problem, in Kufstein haben wir das Problem der Vignettenkontrolle und ein Problem der Grenzkontrolle und mit der Vignettenkontrolle, da muss dringend was passieren, weil wir ersticken einfach im Verkehr. Deshalb war unser Vorschlag für dieses Problem mit den Skifahrern noch einmal ganz ums Eck zu denken und große Lösungen anzudenken wie ein Tunnel. Josef Schätz, Sie haben mir erzählt, Sie fahren 80.000 Kilometer im Jahr. Was ist Ihre Überlegung für weniger Transitbelastung in Tirol? Der Verkehr ist in ganz Tirol eine Baustelle, wenn man schaut vom Außerfern über Sillertal, über angesprochen Kufstein bis nach Osttirol und nicht nur die Brennautobahn. Die natürlich auch, die ist auch jeden Tag in den Medien drin, aber die anderen Hotspots im Verkehrsgeschehen auch. Und da muss ich sagen, da hat die ÖVP, die jetzt 70 Jahre in Tirol regiert und der Herr Landeshauptmann geht jetzt in die 3. Periode, wie wir gehört haben heute, da hat man einfach große Versäumnisse gemacht. Jedes Mal vor den Wahlen sich ein bisschen mit Leidensmiene vor die Leute hinzustellen und zu sagen, wie schlimm das alles ist und was man tun muss. Man muss es einfach tun. Man muss da wirklich die Ansätze, man muss es umsetzen. Ganz wichtig ist, die Zulaufstrecken, die Brenner Basistunnel, der ist ja sowieso auf Schiene, aber was es unbedingt braucht, sind die Zulaufstrecken auf bayerischer Seite und auf italienischer Seite. Und da hören wir jeden Tag in den Nachrichten, da mangelt es ganz massiv und der Landeshauptmann redet zwar davon, dass er den bayerischen Löwen bändigen will, aber ich sehe da überhaupt keine, da sehe ich nichts weitergehen. Und
Wir brauchen zum Beispiel auch im Außerfern unbedingt diese große Lösung mit dem Tunnel. Wenn man jetzt da redet von dem Ausbau der Skigebiete, das bedeutet, das muss man ja weiterdenken. Das bedeutet ja nicht nur unbedingt, dass man da vielleicht einen Wirtschaftsraum in diesem Gebiet absichert. Das bedeutet auch, dass wir zusätzlich noch mehr Verkehr bekommen. Und wenn wir da nicht eine große Lösung andenken, dann sind die Probleme massiv vorprogrammiert. Danke, Herr Schett. Herr Magister Abwärts, die FPÖ stellt den Verkehrsminister Norbert Hofer. Was kann der für Tirol erreichen? Ja, seit 1,5 Monaten, muss man fairerweise dazu sagen. Und auch in diesem Bereich bitte ehrliche Debatte. Ich meine, der Wahlkampf treibt ja wirklich eigenartige Blüten. Nicht? Ich meine, die Grünen plakatieren Transit halbieren und holen ihre Plakate aus Berlin. Nicht auf der anderen Seite, der Landeshauptmann steht auf und sagt, jetzt bändigt er den bayerischen Löwen. Da bitte eine ehrliche Debatte. Nicht? Also, weil ehrlich gesagt, da muss ich fast die Grünen in Schutz nehmen. Die Grünen haben leider die letzten 5 Jahre im Bereich des Transits nichts erreicht, die ÖVP die letzten 70 Jahre. Und wenn man ehrlich ist, und der Herr Landeshauptmann wird dann jetzt heute sagen, er hat aber die sektorale Fahrverbot und die Blockabfertigung und alles. Das ist, wenn man ehrlich ist, hat das alles nichts gebracht. Und die Blockabfertigung bringt auch keinen einzigen LKW weniger auf die Straße. Das Einzige, was wirklich weniger Transitverkehr bringt, ist die Möglichkeit, dass man die Güter, und da meine ich ein sektorales Fahrverbot, das wirklich ein sektorales Fahrverbot ist, nicht Schrott, Müll, nicht verderbliche, unverderbliche Güter, alles muss auf die Bahn. Und das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, sonst würden wir in Zukunft unter der Transit hier Last leben müssen. Und die Obergrenze, ich finde es immer witzig, dass man jetzt eine Obergrenze fordert. Natürlich fordern wir auch eine Obergrenze. Aber Herr Landeshauptmann, die muss ausverhandelt werden. Die kann nicht Tirol fordern. Und es ist immer interessant, dass genau immer die EU-hörigen Parteien, nicht, die früher immer gesagt haben, bei allen Vorschlägen der Freiheitlichen Partei, das geht nicht, das ist EU-rechtswidrig, nicht, jetzt auf einmal vor der Wahl irgendwelche Sachen versprechen, die derzeit nicht realisierbar sind. Man muss verhandeln, Obergrenze ist wichtig. Und ich habe eh angeboten, gemeinsam mit dem Bundesminister Hofer, wenn der Herr Landeshauptmann den Mut hat, dann sperren wir halt die Autobahn ab dem 1-millionsten LKW. Aber der Mut fehlt dem Landeshauptmann. Frau Planig, Sie wollen umsetzen. Was sind Ihre Ideen gegen die Transitlawine? Ich darf nur ganz kurz sagen, wir haben ja in den letzten 4 Jahren ein Plus von 16% von dem Verkehr. Ich attestiere, dass man das sektorale Fahrverbot durchgesetzt hat, muss aber da sagen, leider dieses Schlupfloch für die Euro 6, die derzeit 60% der LKWs darstellen, die über unsere Autobahnen fahren, das muss sofort herausverhandelt werden. Da muss dieses Schlupfloch geschlossen werden. Und natürlich, wir haben alle dieselben. Die Korridormaut kann ich jetzt unisono bis auf die Neos nehmen. Dann 1 Million Obergrenze. Ich darf nur daran erinnern, ich habe mir das extra angeschaut, 2013, das ÖVP-Wahlprogramm. Stellen Sie sich vor, was da gestanden ist. Korridormaut, Obergrenze, maximal 1 Million LKW pro Jahr. Jetzt sind wir 5 Jahre später und 4 Monate vor der Wahl führen wir die Blockabfertigung ein, die ich glaube richtig ist. Man muss den Druck auf die Nachbarn erhöhen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man das viel, viel früher macht und dass man das nicht erst 3 Monate vor der Wahl einfällt. Vor allem, wenn man sieht, wie belastet die Bevölkerung wirklich an diese Transitrouten ist. Und beim Fernpass bin ich bei dir, Kollege Schett, auch da brauchst du die große Lösung mit dem Tunnel vom Ehrwalder Becken ins Inntal. Das ist die einzige Lösung für die Zukunft, um den Fernpass zu entlasten. Danke, Frau Planig. Die zuständige Verkehrslandesrätin ist Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe. Sie müssen sich natürlich schon die Frage gefallen lassen, die Grünen sitzen erstmals in der Regierung und dennoch steigt der Transit weiter. Was ist falsch gelaufen? Ja, dass der Transit steigt, hat weniger mit den Grünen in der Landesregierung wie mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun. So einflussreich sind wir dann doch wieder nicht. Ich freue mich ja darüber, dass mittlerweile die Grünen Konzepte Eingang gefunden haben in die Forderungen und in die Vorstellungen aller Parteien. Und kann auch sagen, da geht es natürlich dann ums Umsetzen. Wenn man sagt, man will den Transit halbieren, wenn man sagt, man will Maßnahmen setzen, dann muss man auch Unpopuläres tun. Das ist zum Beispiel die Einführung des äußerst wirksamen Luft- und Lärmhunderters, den am Anfang dieser Regierungsperiode keiner mit uns unterstützt hat und den wir jetzt durchgesetzt haben. Und mittlerweile haben wir festgestellt, dass das wirkt, und zwar in der Lärmentlastung und in der Luftentlastung. Und Herr Abwärtsger, seien Sie mir nicht böse, mir erinnert das an ein politisches Hütchenspiel. Sie sagen, Sie wollen saubere Luft für die Tirolerinnen und wollen die wirksamste Maßnahme abschaffen. Ihr Bundesminister sagt einmal, er unterstützt alle Antitransitbemühungen der Tiroler Landesregierung, und auf der anderen Seite sagt er, na, für die Obergrenze kämpfen, das wird sich leider nicht ausgehen. So tun wir nicht mit den Tirolerinnen und den Tiroler. Nicht richtig. Wir kämpfen für unsere gesunde Luft. Wir kämpfen gemeinsam gegen den Transit. Und ich bin froh, dass wir uns da mittlerweile so weitgehend einig sind, dass wir Schritt für Schritt gehen werden.
kurze Klarstellung, Herr Pfötzger. Ja, der Herr Bundesminister hat immer gesagt, er kämpft mit natürlich für diese Obergrenze. Nicht? Aber seid realistisch. Nicht? Das ist derzeit nicht realisierbar ohne Verhandlungen mit der Europäischen Union. Es seid diejenigen, die immer sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber dann macht's mal. Ihr wart, lasst uns mich bitte ausreden. Zu verhandeln. Hätten es 5 Jahre Zeit gehabt. Hätten sie Zeit gehabt, dies zu verhandeln. Und kurz vor der Wahl kommt man drauf, dass man da dementsprechend was machen kann. Das ist keine ehrliche Politik, aber das sollen die Wählerinnen und Wähler beurteilen. Aber in dem Zusammenhang möchte ich auch noch was sagen. Wenn aber Sie ganz kurz, bitte. Von sauberer Umwelt sprechen, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich meine Meinung mitgeben, wer eine saubere Umwelt haben will, der muss auch sauber wahlkämpfen. Und mit welchen Unterstellungen Ihr Klubobmann, Ihre Nummer zwei, mich persönlich attackiert hat in diesem Wahlkampf, eben mit vierspurigen Autobahnen. Mein jüngster Sohn gehe in einen Privatkindergarten. Ich würde Freizeitwohnsitze bei uns im Betrieb verhökern und alle meine Gäste würden mit dem Ferrari durch die Gegend fahren. Das ist nicht Ihr Stil. Und ich muss Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, Sie haben das Fairness-Abkommen ausformuliert und uns vorgelegt. Wir haben uns alle daran gehalten, auch jene, die das nicht unterschrieben haben. Und auf der anderen Seite muss man sich von Ihrem Clubobmann wirklich rund um die Uhr auf Facebook, im TV-Duellen... Herr Oberhofer, ich muss jetzt hier eingreifen. Wir reden nicht über die Vergangenheit. Bitte wirken Sie auf den ein. Wir reden über die Zukunft, ab jetzt. Punkt. Okay? Herr Landeshauptmann. Es ist bekannt, Sie setzen auf den Brenner Basistunnel, auf die langfristige Verlagerung auf die Schiene. Sie setzen auf Verhandlungen mit Nachbarn, auf Bündnispartner von EU über Deutschland, Bayern, Italien, Südtirol. Aber muss man nicht ehrlicherweise auch sagen, in dieser Situation, wo es eben ohne EU, ohne die Nachbarn nicht geht, ist man mitunter auch als Tiroler Landeshauptmann Opfer der Verhältnisse und nicht nur Herr der Lage? Zuerst einmal hören wir auf streiten. Das bringt uns in dieser Frage überhaupt nichts. Was wir brauchen, ist bei der Transitproblematik eine Geschlossenheit. Eine Geschlossenheit unter den Parteien und aber auch die Allianz mit den Bürgerinnen und Bürgern. Da braucht man keine Streiterei. Wir haben in der Vergangenheit unsere Hausaufgabe erledigt. Lkw-Fahrverbot, Nachtfahrverbot, sektorales Fahrverbot, Bau des Brenner Basistunnels. Und jetzt müssen wir mit den Nachbarn hier diese Maßnahmen ergreifen, damit wir diesen Transitverkehr deutlich reduzieren können. Und bis wann schätzen Sie es als möglich ein, diese Grenze 1 Million zu erreichen, ganz konkret? Ich garantiere hier in diesem Zusammenhang meinen 100-prozentigen Einsatz. Das kann ich garantieren. Und die Blockabfertigungen haben Bewegung in diese Debatte gebracht, weil früher wurde alles nur unterschrieben, dass eine Verlagerung der Güter auf die Schiene stattfinden. Passiert ist nichts. Die Blockabfertigungen haben Bewegung hineingebracht und die werden, da kann jetzt Bayern, Italien, die Frechter schreien, wie sie wollen, die werden wir durchführen, 20 bis 30 im Jahr 2018. Und es wird ja auch die Europabrücke saniert. Da werden wir auch dieses Dossiersystem benötigen, damit wir das Ziel erreichen, die Korridormaut. Und die haben eigentlich schon die Zustimmung von Italien, Südtirol und Trentino, dass wir von Kufstein bis Verona die Korridormaut bekommen. Und Bayern müssen wir in die Knie zwingen. Das Durchfahren soll insgesamt teurer werden, als Erklärung für unsere Zuschauer, oder? Also ich darf da ganz kurz sagen, warum es eigentlich geht. 800.000 LKWs wären schneller unterwegs, wenn sie durch die Schweiz fahren würden. Aber weil es dort billiger ist, fahren sie über Kufstein und Brenner. Und deshalb diese Korridormaut, damit es teurer wird, damit wir dieses Ziel erreichen, dass wir diesen Transitverkehr deutlich reduzieren können. Und ich kann Ihnen eines sagen, da werde ich in dieser Frage nicht nachgeben. Da kann kommen, wer will. Die EU hat gesehen, dass die Blockabfertigung EU-konform sind und da werden wir beharrlich sein. Danke, Landeshauptmann. Es wurde angesprochen schon das Thema Wirtschaft, Wirtschaftskompetenz, Arbeitsplätze. Der Herr Oberhofer hat angesprochen, eigentlich ist die wirtschaftliche Entwicklung gut. Wir haben als nächstes Thema den Wirtschaftsstandort Tirol und die Frage, wie in unserem Land zukunftsträchtige und auch fair bezahlte Arbeitsplätze entstehen sollen. Die Ausgangslage. Eines vorweg, die Zahlen am Arbeitsmarkt sind sehr gut. Wobei, das kommt auf die Perspektive drauf an. Sinkende Arbeitslosigkeit und steigende Beschäftigungszahlen auf der einen Seite, Fachkräftemangel auf der anderen. Rechnerisch fehlen schon heute 11.000 Fachkräfte am Tiroler Arbeitsmarkt. Bis 2030 wird sich die Lage noch verschärfen. Dann werden etwa 35.000 Menschen in der Arbeitswelt fehlen, so die Prognose des Fachkräftemonitors.
Im Detail zeigt sich, dass vor allem im Tourismus, bei Dienstleistungen und in Informationsberufen Personal gebraucht wird. Arbeitskräfte lediglich mit Pflichtschulabschluss werden es aber dennoch schwierig haben. Wie sich die Arbeitswelt verändern wird, wenn Digitalisierung und Automatisierung weiter fortschreiten, ist schwierig vorherzusagen. Sicher ist, dass Teilzeitmodelle schon jetzt eine Herausforderung sind, mit teils großen Einbußen über das ganze Arbeitsleben betrachtet. Meine Damen und Herren, zu einer Ferndiskussion gehört dazu, dass wir im Hintergrund auch die Zeit erfassen und schauen, wer war wie lange am Wort und entsprechend reagieren können für die zweite Hälfte der Diskussion. Ich darf die Regie bitten, uns das einzublenden. Ich sehe es derzeit leider nicht und kann deswegen die Zeitangabe nicht machen. Wir versuchen es nachzuholen. Sie sehen, es ist eine Live-Sendung. Ich würde vorschlagen, wir gehen inzwischen zum Thema Wirtschaft, aber Sie können sich sicher sein, wir schauen hier auf eine objektive, faire Verteilung der Redezeit. Das ist unser Prinzip. Wirtschaft, Herr Oberhofer, bitte keine Untergriffe mehr, keine alten, keine neuen. Wir bleiben ganz sachlich. Sie haben es versprochen. Einverstanden? Ganz genau. Gut. Untergriffe sind nicht von mir gekommen, sondern ich weiß schon. Aber sie werden nicht weniger, wenn wir sie wiederholen, die Untergriffe. Sie sind Unternehmer, Hotelier, mitten im Tourismus, einer der wichtigsten Branchen, dem Tourismusmotor Tirols. Was ist Ihr wirtschaftliches Zukunftskonzept Wirtschaft, Arbeit? Eine Minute, bitte. Ich sehe die größte Herausforderung als Familienvater und als Unternehmer in der Kinderbetreuung, was Wirtschaft anbelangt. Die Industriellenvereinigung zum Beispiel hat ihr Standortkonzept vorgestellt, einer der ersten Punkte Kinderbetreuung. Ich habe da eine Grafik mitgebracht. Auf dieser Grafik sieht man, dass bei uns in Tirol 35,5 Tage die Kindergärten geschlossen bleiben. Auf Bundesvergleich sind das 22 Tage in Österreich und nur 4 Tage sind es in Wien oder 4,4 Tage. Das ist ein ernsthaftes Problem. Wie soll Arbeit, Wirtschaft, Tourismus ineinander verknüpfen, wenn wir zum Beispiel, der Herr Landeshauptmann kommt aus dem nächtigungsstärksten Bezirk Landeck und über Weihnachten, Silvester sind dort nur 4 Kindereinrichtungen zur Betreuung offen. Das geht nicht. Das sage ich Ihnen als Unternehmer und als Familienvater. Da will ich Druck machen. Das muss sich in Tirol ändern. Wir fordern flächendeckende Kinderbetreuung. Dieser Anspruch muss in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden. Frau Krummschnabel, was wäre Ihr wirtschaftliches Modell für Tirol? Wie finden wir zum Beispiel gute Arbeitsplätze für gut ausgebildete junge Menschen in diesem Land? Ja, langfristig können wir uns in Tirol nur dann zukunftsfit halten, wenn wir unsere Kinder gut ausbilden. Das heißt, ich setze auf Bildung von Anfang an. Es beginnt schon mit der Kinderkrippe, im Kindergarten, in der Schule, weil nur derjenige, der eine gute Ausbildung hat, findet auch einen Arbeitsplatz, der ihn glücklich macht und wo er sein Einkommen verdienen kann. Wir haben eine neue Studie vom Working Poor momentan heraus. Zwischen 18 und 64 Jahren sind momentan 48.000 Menschen in Tirol betroffen, die nicht genug zum Leben haben, obwohl sie rund um die Uhr arbeiten. Und ich glaube, wir können da ansetzen, indem wir einfach sagen, wir müssen moderne Reformen nehmen in der Schule, wir müssen natürlich, also die Kinderbetreuung natürlich ausbauen, das weiß jeder, dass das mein Ziel ist, und das gratis stellen, weil ich glaube, wenn wir die Menschen entlasten, damit sie keine Probleme haben und sie Sorgen machen müssen, geht es meinem Kind denn gut, dann können sie sich voll dem Arbeitsmarkt widmen und das kommt der Wirtschaft zugute. So ganz leicht. Danke, Frau Krummschnabel, für die Präzision. Herr Schett, Sie sind selber erfolgreicher Unternehmer. Was würden Sie ändern, um die Wirtschaft zu stärken, um den Arbeitsmarkt vielleicht noch zu verbessern weiter? Ich denke, man muss auch Maßnahmen in den entlegenen Regionen treffen, weil jeder, der dort vor Ort zu Hause selber einen Arbeitsplatz vorfindet oder vielleicht selber eine kleine Firma gründen kann, der entlastet die peripheren Regionen, die städtischen Gebiete, die derzeit ja eigentlich untergehen unter dem Zuzug. Jeder, was daher kommt, braucht einen Arbeitsplatz, braucht eine Wohnung, nutzt die Infrastruktur. Und wenn es uns gelingt, Menschen mehr am Land zu halten durch innovative Dinge, entlastet das die städtischen Bereiche und hält eigentlich ganz Tirol attraktiv. Ich denke, wir brauchen im ländlichen Bereich unbedingt den flächendeckenden Ausbau
des Internets. Ja, ich bin ja selber, wie Sie eben angesprochen haben, eine kleine Firma und leide darunter, dass wir einfach viel zu wenig Leistung im Netz haben. Viele junge Leute bei uns würden sich vielleicht eine kleine Firma bei uns gründen, wenn sie diese technischen Möglichkeiten hätten. Das ist ganz unbedingt wichtig, dass wir das brauchen. Und natürlich die Ausbildung der Kinder, dass man verlässlich die Grundkompetenzen vermittelt, dass diese Menschen dann auch einen entsprechenden Arbeitsplatz vorfinden, wenn sie gut ausgebildet sind. Danke, Herr Schett. Was ist das wirtschaftliche Zukunftskonzept der FPÖ, Herr Magister Abwärtsger? Ja, wenn man sich den Wahlkampf, insbesondere der ÖVP, aber den Grünen anschaut, dann stört mir immer dieser Feel-Good-Trip, auf dem sich diese beiden Parteien befinden. Man sagt immer, Tirol steht so gut da nicht. Also man muss schon die Realität nicht, man darf die Augen vor der Realität nicht verschließen. 17% laut diesem Working Poor haben ein Einkommen, mit dem sie nicht auskommen. Wir haben die niedrigsten Löhne, wir haben die höchsten Lebenserhaltungskosten. Das sind alles Bereiche, wo man einfach ansetzen muss. Wir haben einen enormen Fachkräftemangel, wo man natürlich auch sagen muss, um diesen in erster Linie mal zu beseitigen, muss man schauen, ob man Fachkräfte dementsprechend auch hereinholen muss und kann. Da braucht es aber wirklich Fachkräfte, die ins Arbeitssystem einwandern und nicht ins Sozialsystem, weil genau Zweiteres haben wir derzeit. Wir brauchen einen Mindestlohn von 1.500 Euro, der ist Gott sei Dank im Regierungsprogramm übereingekommen. Wir haben eine Mindestpension von 1.200 Euro, das sind alles Punkte, die uns wichtig sind. Im ländlichen Bereich oder allgemein auch in Tirol ist die Digitalisierung ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Da hat die Landesregierung auch geschlafen. Ich glaube, im November ist diese Offensive gestartet worden. Da muss man auch fragen, immer alles kurz vor der Wahl, das ist auch etwas, wo ich sagen muss. Und dann, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist die Aufwertung der Lehre, wo man sagen kann, okay, der Meister auf Bachelor-Niveau. Das ist ein wichtiger Punkt, der umgesetzt gehört. Und da muss ich auch recht geben meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, die Situation bei der Kinderbetreuung ist in Tirol ein Wahnsinn. Wir sind auf Platz 6, glaube ich, im Bundesländervergleich, eine Ganztagskinderbetreuung, und das muss gewährleistet werden. Wir haben immer besser ausgebildete Personen und die sollen dementsprechend auch im Berufsleben dann auch tätig sein können. Frau Planig, das Wirtschaftskonzept der neuen SPÖ Tirol schaut wie aus? Gerne. Zuerst bedanke ich mich mal wieder beim Kollegen von Dineos, dass er sagt, die sozialdemokratische Stadt und das Land Wien, wo wir bei der Kinderbetreuung stehen, ist ein Muss, bin ich bei allen meinen Vorrednern. Aber ich denke, dass die nächsten 5 Jahre, gerade im Bereich der Wirtschaft, eine große Herausforderung und eine große Chance für dieses Land bieten, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Und wenn wir wissen, wir haben, und da bin ich jetzt nicht der Meinung meines Nachbarn, Sie können den Namen ruhig sagen. Zur rechten Seite, er steht in dem Fall an meiner linken Seite. Also das Land hat durchaus Gelder zur Verfügung gestellt für diesen diese Datenautobahn und für dieses Internet. Nur da ist wieder das, was ich eigentlich schon während dem ganzen Wahlkampf thematisiere. Das Land muss aber auch Hilfe zur Umsetzung geben. Das ist extrem hohes Projektmanagement bei diesen Internetversorgungen bis in die letzten Dörfer und Täler. Und das wird absolute Priorität haben für die Zukunft und für die Arbeitswelt der Zukunft. Wir haben derzeit 100 Klein- und Mittelbetriebe in unserem Land, die Weltmarktführer sind in ihrem Bereich, hochinnovativ, und die sind nicht nur im Zentralraum, sondern die sind über das ganze Land verteilt. Dahin muss unsere Vision gehen, jungen, innovativen Klein- und mittelständischen Firmen, Start-ups zu unterstützen, unserer Meinung nach auch mit einem Beteiligungsfonds des Landes, wo man auch ganz gezielt als Land mit einsteigt, mithilft. Immer Grundvoraussetzung Digitalisierung, dann auch ebenfalls Wirtschaftsförderrichtlinien so ausarbeiten, dass genau jene Betriebe, die im Bereich der Fachkräfteausbildung, im Lehrlingswesen aktiv sein und da tätig sein, dass man die noch massiver unterstützt und ihnen da Rückhalt und Unterstützung gibt. Ich glaube, das ist zentral, aber das Zentralste, und das wird entscheiden, wo wir in 5 Jahren mit unserem Land sein, ist die Digitalisierung flächendeckend übers ganze Land. Weil auch der Tourismus braucht es, hier haben wir das jetzt angehört, Hotels, wenn da die Gäste zurückkommen, ihre schönen Bilder von unserem schönen Land aufladen, was da an Leistungen vom Internet verlangt wird. Und unsere Hotels sind die, unsere Touristiker sind die, die auch in den peripheren Tälern für Arbeitsplätze sorgen. Also das unbedingt umsetzen, tun, Projektmanagement von Seiten des Landes, oberste Priorität für die nächsten 5 Jahre. Danke. Frau Philippe, wir haben eines gemeinsam, wir haben beide eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was die studierte Betriebswirtin, auch die Frau Planig, zu diesem Thema zu sagen hat. Was ist Ihr Wirtschaftskonzept für Tirol? Ja, zum einen herzlichen Dank, Frau Planig, für den differenzierten Blick. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche positive und auch noch Defizite, die aufzuholen sein. Dazu gesagt, ich wohne in einer sozialdemokratischen Gemeinde, da sind wir noch nicht bei 4 Tagen pro Jahr, aber das ist unterschiedlich. Ich weiß, Lienz ist da sehr vorbildlich, deswegen das auch festgehalten. Ich glaube, die Tiroler Wirtschaft, der Standort Tirol hat sich
trotz oder wegen den Grünen, es haben sich ja viele vorher sehr gefürchtet, sehr positiv entwickelt. Ich höre von vielen Unternehmerinnen, Unternehmern, vor allem in der Industrie, dass die hohen Umweltstandards dabei helfen, Weltmarktführer zu sein, weil man einfach vorbereitet auf diese Herausforderungen ist. Aber wo es schon Schwierigkeiten gibt, auch mit den Arbeitsplätzen, ist im Tourismus. Das muss man so attestieren. Die Belastung für Mensch und Natur ist vielerorts zu hoch. Die Wirte wird es oft schon zu viel vor lauter Belastung. Die Bevölkerung haltet den Andreas Gabayé in Dauerschleife auch nicht mehr aus. Wir müssen unseren Tourismus konsequent weiterentwickeln, vom Wintertourismus zum Ganzjahrestourismus. Da ist die Tirolwerbung schon fest dahinter, da müssen wir dranbleiben. Wir brauchen faire Löhne, anständige Arbeitszeiten, Familienfreundlichkeit haben wir alle ausgeführt, dann klappt es auch wieder mit dem Personal. Danke. Herr Landeshauptmann, Sie waren es da mehrfach angesprochen, wirtschaftspolitisches Zukunftskonzept der ÖVP. Wo wollen Sie ansetzen, damit Tirol erfolgreich bleibt oder noch erfolgreicher wird im Idealfall künftig? Ich glaube, dass doch alle zustimmen können, dass es der Wirtschaft gut geht. Und wenn ich mir anschaue, wie es in Tirol ausschaut, es hat noch nie so viel unselbstständig Beschäftigte gegeben. Wir haben einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit in den letzten 2,5 Jahren mehr wie andere Bundesländer und ein starkes Wirtschaftswachstum. Die Stärken sind unser Branchenmix, den wir haben, tüchtige Unternehmer, innovative Unternehmer und die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie geht es nun weiter? Die Digitalisierung wurde angesprochen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben vor 5 Jahren begonnen mit der Digitalisierungsoffensive. 50 Millionen Euro haben wir zur Verfügung gestellt, wo der Bund noch nicht gefördert hat. Und wir werden jetzt in den nächsten 5 Jahren 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen und Projekte auch umsetzen, damit die Umsetzung in den Gemeinden funktioniert. Die Technologieoffensive werden wir fortsetzen, dass wir innovative Betriebe unterstützen und Tourismus und Landwirtschaft noch mehr zusammenspannen. Aber eine Herausforderung haben wir zu bewältigen. Das ist die Fachkräfteoffensive. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Wir brauchen Akademiker im Land. Wir brauchen aber auch Leute, die etwas produzieren. Und da geht es um eine Bewusstseinsbildung. Und ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel. Es ist im Vorspann gekommen über Buchdrucker. Übrigens, Buchdrucker, das ist die schwarze Kunst. Und es ist manchmal eine Kunst, die Schwarzen zusammenzuhalten. Also hat mit dem Thema nichts zu tun. Aber wir brauchen diese Bewusstseinsbildung, damit man letztendlich hier weiterkommt. Denn die Fachkräfte haben jede Chance der Welt. Aber es dürfen hier die Fleißigen mit Sicherheit nicht die Deppen sein. Mein Ziel ist es, in den nächsten Jahren eine Vollbeschäftigung zustande zu bringen. Dankeschön. Das nächste Thema, das wir hier diskutieren und das letzte große Sachthema ist der ländliche Raum. Ich kenne mich da auch ein bisschen aus, bin auf einem Bergbauernhof in Osttirol auf die Welt gekommen und ich möchte jetzt mit meinen Gästen hier diskutieren, wie kann Tirol attraktiv und lebenswert bleiben von Obertiljach bis Hinterhornbach und von St. Jodok bis Scharnitz, wenn Sie so wollen, die Ausgangslage. Schön ist es da draußen. Und doch wollen oder müssen viele weg. 10% könnten es bis 2030 sein, vor allem in die Städte. Allein die Bevölkerung Innsbrucks soll bis dahin um mehr als 21% wachsen, rechnet die Statistik Austria vor. Im ganzen Alpenraum geistert das Schreckgespenst der verlassenen Täler herum. Hier ein Beispiel aus Italien. Die Ausgangslage ist in Tirol natürlich anders, aber Anbindung und Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes sind auch hier teuer. Investitionen für wenige Bewohner umstritten. Und auch wenn die Digitalisierung dank Breitbandmilliarde angelaufen ist, gibt es noch genügend weiße Flecken auf der Landkarte. Die Grundversorgung, also von der Apotheke bis zum Metzger, hat laut Erhebung von 2017 in fast 60 Gemeinden abgenommen. Betroffen davon ist vor allem die Peripherie. So, und jetzt sollte es klappen, unsere Erhebung der Redezeit. Ich bitte um die Grafik, wer hat wie lange gesprochen. Ich habe die Zahl noch nicht da, aber ich weiß, dass der Herr Landeshauptmann und der Herr Oberhofer überdurchschnittlich viel gesagt haben. Bisher SPÖ, FPÖ liegen im Mittelfeld. Der Herr Schett hat noch am wenigsten gesagt. Der hat noch ein Plus, da haben wir es. Dankeschön der Regie. Also wir sehen hier die Verteilung der Zeit. Der Herr Schett bekommt noch was dazu und die Frau Krummschnabel hat entgegen der Vermutung dieser Runde auch noch nicht so viel gesprochen. Kompakt. Ich danke allen für die Zeitdisziplin. Ja, kommen wir zum ländlichen Raum. Herr Oberhofer,
Kurz und knackig jetzt bitte. Ihre Ansage, wie bleibt Tirol lebenswert, wie bleiben Lebensräume, Arbeitsräume auch in der Peripherie attraktiv und wie verhindern wir in Tirol, dass die Menschen ins Inntal absiedeln aus den Tälern? Kurz und knackig, Sie haben es im Beitrag gesagt, zum Tourismus in den Tälern gibt es keine Alternative. Wir Neos stehen da dahinter. Wir halten dieses Tourismus-Bashing in diesem Landtagswahlkampf nicht mehr aus, weil dort, wo wir keinen Tourismus haben, haben wir die stärkste Abwanderung. Von daher gesehen sind wir der Meinung, dass sich auch der Tourismus weiterentwickeln soll und kann. Und klares Bekenntnis von uns. Dankeschön, Frau Krummschnabel. Sie haben ein bisschen mehr Zeit jetzt, weil Sie haben ein kleines Plus. Bitte. Ja, das ist sehr angenehm, dass ich jetzt nicht gestoppt werde. Der ländliche Bereich muss unbedingt gestärkt werden, dass er attraktiv als Wohn- und Lebensraum zur Verfügung steht. Die Digitalisierung ist angesprochen worden und selbstverständlich ist es notwendig, dass Unternehmer sich niederlassen können, aber auch, dass wir Heimcomputer-Arbeitsplätze haben. Das heißt, für sehr viele Alleinerziehende vielleicht oder für sehr viele Frauen, die einfach von daheim aus arbeiten, ist das der Schlüssel zur Berufstätigkeit. Aber wir können nicht berufstätig sein, wenn wir keine Kinderbetreuung haben. Und in der ländliche Bereich wird so ausgedünnt, dass oft Familien sehr weit fahren müssen oder in die Nachbargemeinde, was für die Familien sehr belastend ist, für die Kinder belastend ist, weil das ja alles zu den Wegzeiten dazukommt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und wenn wir glauben, dass wir keine Offensive starten müssen, dass wir ärztliche Versorgung haben oder Apotheken haben im ländlichen Bereich, ja, dann sind wir falsch, meine Lieben. Weil die Leute, die für Therapien nach Innsbruck fahren müssen, oft von Lienz weg oder von den hintersten Tälern, da muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist nicht attraktiv. Da können wir digitalisieren, so viel wir wollen. Die Menschen gehören einfach versorgt. Und wenn ich dann möchte ich noch dazu sagen, dass wenn wir davon sprechen, dass der Wirtschaft gut geht, ganz Europa hat einen Wirtschaftsaufschwung, gell? Dann vergessen wir bitte die Familie nicht. Wir können nicht verlangen, bleibt sie in den Tälern einfach drinnen. Mit dem Arzt, das ist ein bisschen schwierig. Da könnt ihr dann eh 1,5 Stunden ins Krankenhaus fahren. Oder Apotheke, ihr könnt einfach die Medikamente horten daheim. Das funktioniert nicht. Also Nahversorgung gehört dazu, Digitalisierung gehört dazu. Das familienfreundlichste Bundesland, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, bei allem Respekt, ich wüsste, wie das besser geht. Wenn Sie da einen Rat brauchen, kommen Sie zu mir. Weil ich glaube, das können wir schaffen, dass wir das wirklich wahr machen. Ich bin Profi in dem Bereich, das wissen Sie. Und nicht zum Schluss wird der ländliche Bereich profitieren davon, wenn wir auf diese Marke setzen. Die Wirtschaft wird davon leben. Und das lieben Sie doch, oder? Wir gehen dann darauf ein, Herr Schett, Sie dürfen eine Minute länger sprechen als bei den anderen Statements, damit wir hier Gleichheit herstellen. Bitte sehr. Was ist Ihre? Das passt mir von ländlichen Raum eh ganz gut, weil ich hierher komme und mich in der Periode massiv dafür eingesetzt habe. Es ist jetzt derzeit so, dass der ländliche Raum ja massiv auf der Verliererstraße ist. Also wir stellen auch fest, dass dieses ausgeglichene Landesbudget, mit dem die ÖVP ja durchs Land geht, wie mit der Heiligen vorne forscht, zustande kommt durch die Abwälzungen vieler Ausgaben, vieler Belastungen auf die einzelnen Gemeinden und denen fehlt dann das Geld für die Zukunftsperspektiven. Das ist ein Riesenproblem und da muss man natürlich auch, denke ich, durch den Finanzlandesrat ein bisschen gefordert, umzudenken in Zukunft und zu schauen, dass wir da wirklich im ländlichen Raum mehr tun, als die Belastungen abwälzen aufs Land. Wir brauchen, wenn wir nur mal das flächendeckende Internet ansprechen, in Österreich haben wir einen Schnitt von 65 MB derzeit Leistung, in Schweden zum Beispiel 240. Und dieses Internet brauchen wir unbedingt, das brauchen heute schon auch die hintersten Bauernhöfe, die in der Direktvermarktung sind, das brauchen die touristischen Betriebe, damit sie wettbewerbsfähig bleiben, das brauchen junge Leute, die vielleicht einen Betrieb ansiedeln möchten, das ist ganz existenziell für die ländlichen Gebiete, das muss unbedingt sein und ein ganz wesentliches Anliegen ist von mir ist die medizinische Versorgung. Wir haben ja schon 2015 einen Antrag eingebracht für die ländliche Versorgung in Osttirol, da wollten wir so ein Modellprojekt machen, um zu schauen, wo muss man die einzelnen Spieler auf diesem Schachbrett, sage ich jetzt einmal, die Ärzte, die Pflegeeinrichtungen, das Bezirkskrankenhaus, wie müssen wir da jetzt zusammenführen, um dieses derzeit sehr starre gesetzlichen Rahmenbedingungen auszuweiten und neue Möglichkeiten zu schaffen, damit es wieder attraktiv wird, für Ärzte eine Ordination am Land zu machen. Wir haben auch zusätzlich begleitend dazu einen Antrag eingebracht für die Ermöglichung von Hausapotheken, einmal für die wirtschaftliche Absicherung dieser Ordinationen und zum Zweiten natürlich auch als Service für die Patienten, speziell für die älteren Patienten. Für die ist das ja eine super Sache, wenn sie
nach dem Arztbesuch oder beim Arztbesuch die Medikamente schon gleich mitnehmen können und nicht vielleicht am nächsten Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwann einmal fahren, weit in die Stadt fahren müssen, um sich die Medikamente zu besorgen. Das ist ganz wichtig für die Attraktivität des ländlichen Raumes, für die Bevölkerung und ganz wichtig natürlich auch für den Tourismus, weil es ist ja entscheidend für jemanden, der die Urlaubsentscheidung trifft, wenn er weiß, wenn ich da hinkomme und es fehlt mir vielleicht was, was man nicht hofft, aber was sein kann, dass er weiß, es ist eine funktionierende medizinische Versorgung vor Ort. Danke, Herr Schett. Präzise die Zeit eingehalten. Vielen Dank allen für die Zeitdisziplin. Herr Magister Abwärtsger, was sind Ihre Überlegungen für einen starken ländlichen Raum für attraktive Gemeinden und Lebens- und Wohnorte in ganz Tirol, in allen Bezirken? Ja, wir erleben die letzten Jahre ständig eine Ausdünnung des ländlichen Raums. Man darf sich nicht wundern, wenn man an der Infrastruktur nagt, dass dann der ländliche Raum ausgedünnt wird. Wir haben Postschließungen, wir haben Polizeidienststellen, die geschlossen werden. Wir haben Bereiche, wo man nicht dezentralisiert. Wir hätten zum Beispiel schon lange einen Vorschlag gemacht, dass man in Reute dementsprechend auch eine IT-HTL macht, wo man wirklich dann die Regionen wieder neu beleben kann. Aber auch wichtig ist natürlich die Anbindung des öffentlichen Verkehrs. Und wenn ich mir dann anschaue, wie beispielsweise das Außerfern nicht erschlossen wird durch den öffentlichen Verkehr, nicht mit einem Bus, der ja auch auf der Straße fahren muss und bei weiß Gott kein Schnellbus sein muss oder auch Osttirol, dann überlege mir schon, ob da die richtigen Maßnahmen getroffen wurden. Wichtig wäre beispielsweise auch der zweigleisige Ausbau der Westbahn zwischen Zams und Ötztal Bahnhof. Das ist unglaublich, dass das noch nicht passiert ist für die Pendler. Wir haben keine Möglichkeiten, dass die Pendler an den Bahnhöfen dementsprechend ausreichend Parkplätze zur Verfügung haben. Das sind alles Bereiche, die man ändern muss. Und was mir wichtig ist im Bereich des Tourismus, und da unterscheiden wir uns eklatant von den Grünen, muss man sagen. Wir wollen einen wertschöpfenden Tourismus. Die Grünen wollen einen sanften Tourismus, der dann wegschläft. Und im Gegensatz zu Ihnen, Frau Landeshauptfrau Stellvertreterin Philippe, wir sind nicht dabei für faule Kompromisse. Und die Landesregierung ist eine Landesregierung der faulen Kompromisse. Und im Gegensatz zu Ihnen, Frau Landeshauptfrau Stellvertreterin, hätte ich es gerne, wenn Andreas Gabalier öfters in Tirol auftreten würde, weil da merkt man, dass Sie wenig Ahnung vom Tourismus haben. Weil wenn Sie sehen, was der Winterzauber alleine an Wertschöpfung für Seefeld ist, wenn der Andreas Gabalier da ist, dann müssten Sie sich eigentlich jetzt sagen, es tut Ihnen leid für Ihre vorhergehende Aussage. Nicht? Also wir wollen einen wirklich starken Schlusssatz. Tourismus. Und ein Schlusssatz noch. Wir sind natürlich, über 90% der Berge sind unerschlossen. Das soll auch so sein. In Tirol. Wir sind für vernünftige Zusammenschlüsse, aber nicht für neue Skigebiete. Das ist mir auch ganz wichtig, in diesem Rahmen zu betonen. Frau Planig, eine Minute, das Zukunftskonzept der neuen SPÖ für den neuen ländlichen Raum, wie immer Sie wollen. Ja, und deswegen eine Minute für mein Lieblingsthema ist wirklich sehr wenig, nachdem ich ja aus einer peripheren Region komme und das seit über 15 Jahren im Tiroler Landtag thematisiere und in der Zwischenzeit Gott sei Dank immer mehr Gehör finde, weil der Zentralraum extrem belastet ist. Weil dieses Abwandern aus den ländlichen Regionen ist so ein leises Sterben, während der Zuzug in die Ballungsräume natürlich für unglaubliche Schwierigkeiten derzeit schon hat. Und das ist die Aufgabe des Landes und das vermisse ich ja in den letzten 5 Jahren bei durchaus anerkennend Ansätzen wie Dezentralisierung der Universitäten und die Budgetierung für die Datenautobahn. Aber wenn man sich die Schweiz anschaut, seit 10 Jahren wird dort konsequent Dezentralisierung betrieben, sich genau angeschaut und zwar in allen Bereichen. Und weil der Tourismus jetzt so stark war, ich bin auch dafür, dass der Tourismus ausgebaut gehört. Aber sicher nicht mehr in diesen Gegenden, wo er jetzt schon den Menschen, vor allem den Bewohnerinnen, wirklich alles abverlangt. Auch da haben wir das gleiche Problem. Verdichtung an bestimmten Stellen und auch touristische Bereiche, die einfach kaum überleben können. Auch da braucht es einen klaren Plan mit Umsetzung für die nächsten 5 Jahre, dass wir auch touristisch das gesamte Land abdecken können und nicht nur zentrale Hotspots. Danke, Frau Planig. Eine Minute für das wirtschaftliche Zukunftskonzept der Grünen. Frau Magister Philippe, bitte. Ja, vielleicht eine kurze Replik. Da war es wieder, das politische Hütchenspiel der FPÖ. Wer hat die Post- und Polizeischließungen vorangetrieben? Es war Schwarz-Blau. Das war nicht die Tiroler Landesregierung, sondern angefangen hat dieses Ausdünnen des ländlichen Raumes mit der ersten Regierungsbeteiligung der FPÖ auf Bundesebene. Genau. Wer im ländlichen Raum lebt, hat den großen Vorteil, in wunderbarer Natur zu leben und auch ganz hohe Lebensqualität zu genießen. Und wir haben in der letzten Periode mit der ÖV-Tarifreform dazu beigetragen, dass das Land enger zusammenwächst, dass die Leute sich leisten können. Und ja, natürlich müssen wir die weißen Flecken, die es da auch noch gibt, müssen wir die Anbindungen verbessern. Selbstverständlich, daran würde ich gerne weiterarbeiten. Was aber neben der Hardware, ÖV und Internetinfrastruktur auch wichtig ist, wir müssen auf die Software schauen. Wir müssen schauen, dass die Vereine funktionieren und wir müssen schauen, dass die Frauen in den Dörfern bleiben wollen, weil die sind die Basis für eine florierende Entwicklung.
Ein Satz, Herr Schett, weil Sie vorher noch im Minus waren mit Redezeit. Aber bitte sehr kompakt. Ich möchte ganz kurz replizieren auf den Markus Aperzka, der gesagt hat, der sanfte Tourismus stirbt weg. Also, das ist einfach eine Aussage, die stimmt überhaupt nicht. Es gibt Gebiete in Tirol, vor denen gibt es nur den sanften Tourismus. Es gibt auch im Tourismus das Land der zwei Geschwindigkeiten. Es gibt einmal die großen Tourismuszentren, es gibt die riesen Skigebiete. Wir wissen, die kleinen Skigebiete, die verschwinden. Und was wir brauchen, dass die Bauern auf den Bauernhöfen 20 Betten vermietet werden können. Wir müssen derzeit mit einem Gesetz arbeiten, das aus 1959 kommt. Wir müssen das Gesetz novellieren. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, auf den Bauernhöfen, bei Urlaub am Bauernhof, 20 Betten zu vermieten und aus selbsterzeugten Produkten Frühstück anzubieten zum Beispiel. Das schafft Wertschöpfung und Arbeitsplätze, auch für Frauen, weil man heute ja oft bemängelt oder bejammert, dass die Landflucht weiblich ist. Genau für diese Bevölkerungsgruppe müssen wir Arbeitsplätze schaffen. Das geht mit sanftem Tourismus. Wir wissen das. Danke, Herr Landeshauptmann. Ihr Zukunftskonzept für den ländlichen Raum, was will die ÖVP für diesen tun? Was wäre, wenn wir in den Tälern keinen Tourismus hätten, keine Landwirtschaft hätten? Das heißt, der Tourismus, den müssen wir weiter unterstützen, aber nicht, dass wir Rekordzahlen haben, sondern dass die Wertschöpfung funktioniert. Und aber auch eine massive Unterstützung der kleinstrukturierten Landwirtschaft. Hätten wir das nicht, hätten wir in den Tälern schon lange die Landflucht. Wir müssen offensive Konzepte umsetzen, wie wir sie schon begonnen haben mit der Digitalisierung. Das bedeutet ja die Chancengleichheit zwischen ländlichen Räumen und Ballungszentren. Das ist genauso wichtig, wie man früher Güterwege gebaut hat. Wir müssen auch unterstützen die Vereinigungen in den Dörfern, dass das Zusammenleben funktioniert und die Infrastruktur, Schulen, Kinderbetreuung, bin ich ebenfalls derselben Meinung. Und aber auch, dass Ausbildungen angeboten werden, auch Hochschulausbildungen in den Regionen, wie das in Lierns der Fall ist, wie es in Landeck der Fall ist, wie wir in Reutte jetzt auch eine HTL wollen, mit der digitalen Technologie. All diese Maßnahmen werden uns dazu bringen, dass wir nicht diese Landflucht im Land Tirol haben. Dankeschön. Und jetzt kommt eine ganz knackige Schlussrunde. Ich bitte um höchste Zeitdisziplin. Herr Oberhofer, ich darf bei Ihnen beginnen. Warum sollten sich die Wählerinnen und Wähler am kommenden Sonntag für die NEOS entscheiden, Ihnen die Stimme geben? Schauen Sie, ich bin ein Quereinsteiger. Ich bin ganz überrascht, wie professionell Politik in einem Wahlkampf funktioniert. Unsere Statements sind vorbereitet. Ist auch heute kein Zufall, dass ich keine Krawatte trage, weil man glaubt, dass das junger, frischer, dynamischer ausschaut. Das ist aber nicht der Grund, warum ich heute hier stehe. Der Grund, warum ich den Zuschauerplatz vor 2 Jahren verlassen habe und in die Politik gegangen bin, ist, weil ich der Meinung bin, dass in diesem Land etwas weitergehen muss. Das muss kürzer sein. Und dafür stehe ich und ich möchte das weiterbringen. Frau Krummschnabel, ganz kurz bitte. Ja, danke vielmals für die Möglichkeit. Family steht einfach dafür, dass Familien in diesem Land wieder mehr Rechte haben und mehr Unterstützungen. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir niemanden aus dem System rausfallen lassen. Jemand, der um Hilfe bittet, muss auch Hilfe kriegen. Und ich bin dagegen und werde mit aller Macht dagegen ankämpfen, dass es eine Zweiklassengesellschaft ist und die Schere immer weiter aufgeht von denen, die Eigentum haben und sich alles leisten können und die anderen, die sich nicht alles leisten können und trotz fleißiger Arbeit sich ihr Leben nicht selber in Tirol zahlen können. Herr Schett, Ihre zentrale Botschaft an die Wähler? Wir von Impuls Tirol stehen dafür, für den Interessensausgleich zwischen den einzelnen Regionen, zwischen den Bevölkerungsgruppen. Wenn wir die ländlichen Regionen stärken, entlasten wir damit die Ballungszentren und das ist uns ein großes Anliegen. Danke für die Zeitdisziplin. Ich komme zu Ihnen, Herr Magister Aperzka. Die FPÖ möchte regierungsfähig werden in Tirol, möchte in die Landesregierung. Was versprechen Sie Ihren Wählern? Ja, ich möchte vorerst ganz kurz an alle appellieren. Es war jetzt, ist bis jetzt ein sehr schmutziger Wahlkampf gewesen. Das ist in Zukunft jetzt die letzte Woche sauber vonstatten geht. Das ist mein Appell an alle. Ich hätte mir persönlich gerade von Herrn Landeshauptmann deutliche Worte erwartet. Er sagt immer, er erwartet Verlässlichkeit von den Koalitionspartnern. Ich erwarte auch Verlässlichkeit von Herrn Landeshauptmann. Das zu dem, was ich haben will oder was wir haben wollen, ist eben geändertes Tirol. Wir wollen ein anderes Tirol haben. Wir stehen für eine andere Richtung. Das ist eine Ansage, wer zukünftig ganz klar ÖVP wählt, der weiß auch, dass er dann schlussendlich SPÖ oder die Grünen in der Landesregierung zukünftig haben wird. Und deshalb auch ein Appell an alle oder ein Angebot an alle, die vielleicht noch nie FPÖ gewählt haben, dieses Mal beim 25. Februar FPÖ zu wählen. Danke, Herr Magister Aperzka. Frau Planik, bei Ihnen war nicht immer ganz klar, wollen Sie jetzt mitregieren? Oder
oder nicht? Eine klare Ansage am Schluss? Also erstens können wir gestalten, wir wollen gestalten. Ich denke, wir haben heute auch präsentiert, dass wir wirklich klare Ideen für das Land in den nächsten 5 Jahren haben. Wir stehen für eine frische Politik, wir stehen vor allem fürs Umsetzen und fürs Projektmanagement. Wer das haben will, der muss die neue SPÖ Tirol wählen. Und in welcher Rolle entscheidet der Wähler am nächsten Sonntag mit seinem Vertrauen? Und ja, dann werden wir sehen. Ich bitte nur alle, bitte wählen gehen. Wählen gehen, 40% gehen nicht mehr zur Wahl. Und ich denke, wir sollten alle dieses demokratische Recht wahrnehmen. Ein wichtiger Punkt. Ich darf weitergehen zu Frau Philippe, Landeshauptmann, Stellvertreterin, Spitzenkandidatin der Grünen. Warum sollten die Tirolerinnen und Tiroler den Grünen neuerlich das Vertrauen schenken aus Ihrer Sicht? Ja, ich möchte gerne mit voller Kraft, mit voller Energie, mit vollem Herzen weiterhin für Tirols Natur kämpfen, gegen den Transit kämpfen, für ein leistbares Leben in unserem Land kämpfen. Und nachdem der Herr Landeshauptmann eh Erster wird, wird er mir nicht böse sein, wenn ich sage, wer schwarz-grün will, muss grün wählen. Dankeschön. Das war kurz und knackig. Herr Landeshauptmann, haben Sie Ihre mögliche Koalitionsbraut schon gefunden? Zwischenfrage von mir. Ja, das ist eine komische Situation. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Aber ich trete an, Herr Unterweger, um in den nächsten 5 Jahren für die Leute da zu sein. Und das tue ich mit Freude. Und ich hoffe, dass wir keine deutschen Verhältnisse bekommen. Es braucht eine klare politische Botschaft am Sonntag. Ich möchte auch die notwendige Kraft bekommen von der Bevölkerung, dass ich mich im Ausland für Tirol durchsetzen kann. Und Herr Unterweger, ich habe eine ganz persönliche Motivation. Ich will, dass es unseren Kindern und unseren Enkelkindern in der Zukunft gleich gut geht wie uns jetzt. Aber ich möchte gerne, dass es allen Enkelkindern und allen Kindern gut geht. Das unterscheidet uns vielleicht ein wenig. Das waren die grundsätzlichen Ansagen. Darf ich noch mal schnell in der Runde fragen, erklärt das Wahlziel so präzise wie möglich in Prozenten Mandaten, Herr Oberhofer? Den Einzug in den Tiroler Landtag. Das ist ein klares Wahlziel. Wie schaut es bei Ihnen aus, Frau Kumpfnagel? Wenn es ein Wunsch ans Universum ist, natürlich möchten wir mit so viel Vertrauen ausgestattet werden, dass wir einfach unsere Ideen weiterbringen können und anbieten können und uns ist überhaupt keine Grenze nach oben gesetzt. Wahlziel vom Herrn Schett. Wir möchten unsere Erfahrungen und unsere Expertise auch im nächsten Landtag wieder einbringen. Impuls Tirol hat gute Arbeit gemacht, das möchten wir weiterhin tun. Ob das gelingt, das entscheidet die Wähler am nächsten Sonntag. Dankeschön, Herr Magister Abwärtsger. Gibt es da eine zahlenmäßige oder mandatsmäßige Festlegung, was Sie erreichen möchten am kommenden Sonntag? Wir haben Umfragen von 13-29%. Ich sage immer, sucht euch was aus. Also 29 werden es nicht werden. Unter 13 bin ich nicht glücklich. Also deutlicher Zugewinn wären wir froh. Zweitstärkste Partei wäre das i-Tüpfchen auf dem Ganzen. Und für das werden wir noch eine Woche lang kämpfen. Frau Planig, was ist drin für die neue SPÖ? Ihr Listenzweiter Georg Dornauer träumt von 25%. Sie haben noch nie eine Zahl genannt. Machen Sie es jetzt, bitte. Nein, mache ich auch jetzt nicht. Weil? Ganz klar starke Zugewinne und natürlich nehme ich das Match an. Ich will ein Tirol, wo die SPÖ die zweitstärkste Partei ist und nicht die Blauen. Also das ist das Duell am kommenden Sonntag um Platz 2. So stellen Sie sich das vor. So stelle ich mir das vor. Gut, danke schön, Frau Philippe. Wahlziel so präzise wie möglich ist, was jetzt für die Grünen am kommenden Sonntag? Ich wünsche mir Zweistelligkeit, damit wir für den Koalitionspoker gut gerüstet sind. Herr Landeshauptmann, eine Zahl, eine Mandatszahl gleich bleiben, weil ich meine, Sie waren bei 39,6, peilen 40 an. Ist das Tiefstapelei oder Mutlosigkeit, wenn Sie das so definieren? Man muss erst 40% erreichen in dieser Zeit. Also das Wahlziel ist 40%, 16 Mandate halten, damit Tirol regierbar bleibt und dass nicht der kleine Regierungspartner anschafft, was da passiert hat. Ich danke allen für eine faire, sachliche Diskussion. Ich finde es ganz wichtig, dass diese in diesen Tagen möglich war. Der ORF berichtet am kommenden Sonntag ausführlicher denn je zuvor über eine Landtagswahl in all unseren Plattformen, Radio, Fernsehen, Internet. Und beim öffentlich-rechtlichen ORF Tirol sind Sie gut aufgehoben an diesem Tag. Und ich erlaube mir, nachdem mein Herz seit 30 Jahren, meine Damen und Herren, für dieses Unternehmen schlägt, Tag für Tag, hier ein Schlusswort in eigener Sache, auch, glaube ich, im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, dass sich alle, die hier stehen, alle Parteien in Österreich weiterhin zu einem starken, unabhängigen ORF bekennen, weil ich denke, ein starker ORF ist etwas, was eine starke Demokratie wie Österreich aushalten sollte. Und ich wünsche mir das und meine Überzeugung ist, dass es diesen Leuchtturm ORF auch künftig braucht für Tirol und für Österreich. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in den ORF. Schönen Sonntag. Danke. Herr Landeshauptmann.